Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haus bzw. Gartenflipper. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier an der Terrasse weiter gebastelt, habe hier nochmal die Bretter komplett geändert überall. Also hier die Rasenkante habe ich hier nicht wegbekommen. Und ja, aber ich denke mal so von der Größe her könnte das was werden. Die Bäume müssten eigentlich noch gefällt werden, da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Es gibt nur ein einziges Problem bei der ganzen Geschichte hier. Und zwar, ja, ich zeige es euch am besten mal. Tada! Hier fehlt irgendwie Dach und Wand und hier fehlt Wand und keine Ahnung. Es gab ein Update. Womit wir wieder bei dem Thema Updates wären. Ole ole. jetzt fängt das hier auch an. Es gibt Updates und auf einmal funktioniert hier gar nichts mehr. Irgendwie total komplett verbuggt die ganze Nummer. Das Ganze haben wir auch, ne, da hinten, wie man sieht. Also ich kann hier mal rumlaufen. Da fehlen einfach Wände. Da fehlt die Hälfte vom Dach. Dass man, komischerweise, das sieht man von hier aus gar nicht, ne? Von hier aus sieht das aus, als wäre irgendwie alles okay und in Ordnung. Aber wenn man von hier, ne, von hier sieht es auch noch okay aus. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, von hier aus durch das Loch da oben guckt, ne, sieht man den Baum auf der anderen Seite. Ja gut, das ist irgendwie nicht ganz so korrekt. Also irgendwie ist das bei jedem Fenster so. Sabine, du hattest mich auch schon in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es da seit dem Update einen Fehler gibt. Und du hast das Haus halt verkauft mit großem Verlust. Ganz ehrlich, das werde ich jetzt erstmal nicht tun, weil ich hoffe einfach mal darauf, dass vielleicht nochmal ein neuer Patch kommt und dass es dann rausgepatcht wird. Also ich würde jetzt dann erstmal das Haus so auf sich beruhen lassen. Schauen, was wir da machen können, beziehungsweise mir erstmal eine andere Aufgabe suchen. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt zu sagen soll, ne? Also gut, das war jetzt das erste Mal, dass hier irgendwas passiert nach einem Patch, ne? Oder nach einem Update. Deswegen, ne? Lass mal das Ganze auf sich beruhen. Wir schauen mal, was daraus wird. Wir gehen. Ne, Quatsch. Wir gehen mal zurück zum Büro und schauen mal, was wir uns für eine neue Aufgabe sneaken können. So, da sind wir wieder bei uns im Büro. Ja, ist halt echt dumm gelaufen, ne? Aber nicht nur bei dem einen Entwickler, sondern jetzt hier auch, ne? Mit Fehlern behaftet. Leider. Ich frage mich, was da im Moment los ist, Junge. Was ist da los? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, so, was sollen wir denn machen? Keine Ahnung, ich würde vorschlagen, wir gehen hier in den Sauna- und Ausbauhaus rein. Ja, einfach jetzt mal so als Alternative irgendwas anderes. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Geld verdienen. Das Problem ist natürlich, das Haus war nicht günstig, ne? Also knapp, was haben wir dafür hingelegt? Knapp 100.000 oder so? 89.000 oder sowas, naja, egal. Schönen Tag. Leider kann ich nicht gut Deutsch sprechen und es tut mir so leid. Ich habe vor einiger Zeit ein rohes, großes Haus gekauft und alles hier ist zu tun. Das wichtigste Problem ist Saunamangel. Saunen sind in meinem Land sehr beliebt und ich möchte einen hier. Kannst du in meinem Haus eine Sauna machen? Außer Holz an Saunawänden möchte ich blaue und graue Wände. Möbel sollten im skandinavischen Stil, also etwas weiß, blau, grau sein. Ich möchte Küche, zwei Schlafzimmer, Salon und zwei Badezimmer. Auch Mülleimer auf jedem Zimmer. Vielen Dank, Lukas Utne. Hört sich an wie ein Finne. Würde ich jetzt mal so behaupten. Finnische Sauna. Ja. Irgendwie sowas. Wir nehmen das mal an. Der Kollege will eine Sauna haben. Soll er eine Sauna kriegen? Hallo, gibt es hier kein Bild? Hallo. Ah, okay, nice. Schönes Haus, ne? Kleine Veranda vor der Tür. Garten. Ja gut, bei den Aufträgen brauchen wir keinen Garten zu machen, ne? Also, ich meine, das wären für uns Ausgaben, da haben wir nichts von, ne? Also, wenn wir in den Häusern da, also, wo wir Garten machen können, ist an den Garten... Also die dafür vorgesehen sind
Und ja, an den Häusern, die wir kaufen, ne? So, wenn ich jetzt hier Unkraut zupfe oder so, da passiert nichts, ne? Interessiert keine Sau. Naja, gut, soll er sich selber darum kümmern, ist mir wurscht und recht. So, schauen wir mal hier in die Garage rein. Müssen wir hier irgendwas machen? Streiche mit den Farben Weiß und Grau. Okay. Weiß und graue Wände. Tja. Uppala, sorry. Oh ne, Moment mal, bevor wir jetzt hier anfangen. Weiß und Grau. Naja, schauen wir mal. Okay, Alter, das ist echt ein Rohbau, ne? Krass. Streiche mit den Farben Weiß, Bodenfliesen legen, Fußboden, Laminat, Kiefer, Gegenstand kaufen, sechseckige Deckenlampe, Metallmülleimer Loreen, nee, Schuhschrank mit Kleiderständer Baum. Streiche mit den Farben Weiß, also okay, der will jetzt sehr, sehr viel Weiß haben, so wie es aussieht. Ja gut, okay, kann er haben, kein Problem. Ey, die Hütte gefällt. Oh cool, guck mal, hier ist sogar ein Kamin. Nice. Warte mal hier. Ach so, das ist einfach nur so eine Wand. Alter, das ist echt cool. Alter, die Wohnung ist ja mal nice. Ey, hier eine Küche hin. Wohnzimmer hier so. Fühle ich. So, wo geht's hier hin? Auch weiß streichen. Beigen Teppichboden. Das wird wohl Einzelbett Mall. Das wird wohl eher so schlafzimmermäßig hier am Start kommen. So, hier dürfte Bad sein, ne? Lalala, Toilette, Waschbecken. Ja, hier wird so Badezimmer entstehen. Was haben wir hier? Streichen mit Farben Silber, Eis und Weiß. Bodenfliesen legen. Deckenlampe, Doppelbett. Ah, hier kommt auch nochmal ein Schlafzimmer hin. Hier ist nochmal eine Tür. Alter, nicht. Alter, wie viel tausend Türen gibt es denn hier? Was ist denn hier los? Was kommt hier hin? Badewanne, Toilette. Ah, hier kommt auch ein Bad hin. Hier kommt die, du die Dusche, würde ich schon sagen. Hier kommt die Sauna hin. Schau mal hier noch. Waschmaschine, Badezimmerheizung. Zerstöre die Wände. Welche Wand? Die hier. Okay. Ah, es soll wohl ein großer Raum werden. Okay. Jetzt hier raus. Schöne Terrasse. Würde sich ein Pool anbieten. Schauen wir hier noch. Ach, hier sind wir wieder im Dingens. Alter, jetzt sind wir einmal hier durch. Was? Einmal im Kreis gelaufen? Oder? Ja, doch, cool. Gefällt. Würde ich sagen, fangen wir mit dem einfachsten an. Hier. Einmal. Weiße Farbe. Warte mal, weiße Farbe. Wir können direkt L kaufen, ne? Weil, ganz ehrlich, weiß brauchen wir sehr viel. Und wir brauchen Grau. Davon brauchen wir nicht so viel. Kaufen wir einfach nur mal M. So, zack. Auch ist so süß. So, pass auf. Dann machen wir hier als erstes. Streichen wir die Wände. So, wie streichen wir die Wände? Ist jetzt die große Frage. Also irgendwie, weiß ich nicht, dieses Grau, fühle ich irgendwie gerade nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, warte mal. Wenn man so reinfährt, ich würde sagen, man fährt auf eine weiße Wand zu. Glaube ich, würde ich eher fühlen. Dass man hier. Machen wir hier. Wenn ich was sehe. Ich würde sagen, wir streichen hier mal drauf. Wow, Alter, ist das dunkel. Okay, das ist hart dunkel. Das ist richtig krass dunkel. Okay, das fühle ich hier überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Also da hätte ich mir dann doch schon eher ein helleres Grau ausgesucht, sag ich ganz ehrlich.
geht, ne? Geht, geht, geht. Also wie gesagt, also dieses Grau, ich weiß nicht. Also irgendwie so richtig fühlen tue ich es nicht. Egal, wir streichen aber hier mal weiter, weil er möchte hier gestrichen haben. So, zack. Machen wir mal hier alles in weiß. Was man machen könnte. Oh, da wollte ich jetzt nicht streichen, aber ist egal. Ist das jetzt hier gestrichen? Ja. Ich weiß es nicht, ne? Also, ja doch, wenn man länger drauf guckt mit dem weißen Tor, sieht es eigentlich ganz cool aus. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man hier so einen weißen Rahmen macht. So. So. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Wobei, nee, wisst ihr was? Ich mache das hier auch weiß. Ich mache das hier auch weiß. Ja. Wir machen das hier bis hierhin weiß. Würde ich sagen. Die Türumrandung machen wir auch grau. Das ist so das Tor zur Hölle oder so quasi. Denke ich mal, irgendwie sowas. So. Und hier die Wand könnten wir, ja, warum nicht, auch grau machen. Mal was anderes. Also hier wird eh sehr viel weiß verwendet. Deswegen, ja komm, machen wir das so. Ja doch, das sieht gut aus, das gefällt. So, und jetzt machen wir hier, warte mal. Ja, machen wir die Wand auch grau. Oder? Warte mal, vielleicht könnte man hier auch so mustermäßig was reinbringen. So Quatsch, so quasi Max Mustermann oder sowas. Zack. So. So, dann machen wir da einen weißen Streifen rein. So, dann machen wir hier 1, 2, auch nochmal einen weißen Streifen. Und der Rest hier grau. Why not? Oder? Was meint ihr? Ja, ich denke. Eine relativ dunkle Garage, aber hey, was soll's. Was mich ein bisschen wundert ist, warum bin ich erst bei 95%? 97%? Ah, okay, doch. Reicht. Ja, doch. Doch, doch, doch. Oder? Ja, ich denke doch, das kann man machen. So würde ich, glaube ich, so würde es gehen. So würde es gehen. So, pass auf, den Eimer nehmen wir hier mal mit. Wir müssen ja hier sowieso noch irgendwo weiß streichen. Grau brauchte ich ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Streiche mit den Farben weiß. Gut, jetzt Moment. Jetzt muss ich erstmal Wandfliesen legen. Keramikfläche. Hier so weiß. Okay, hier muss ich jetzt erstmal schauen, bis wohin hier weiß geht. So, ab hier. Ah, das wird alles weiß. Okay, alles klar. Ja, gut, okay. Dann rein mit der Farbe hier. Hier, ach, komm. Hier muss sehr, sehr viel weiß gestrichen werden. Alter, was will der, warum will der das alles in weiß haben? Keine Farben. Ich mal gut, okay. Ich sollte mich nicht beschweren, weil meine eigene Wohnung ist auch eigentlich komplett in weiß. Tu mal hier. Hallo, ich will das da mal streichen. Hallo? Jetzt. Hä? Oh, verdammt. Okay, das war jetzt nicht so schön. Kann man diese Türrahmen hier nicht streichen?
Irgendwie nicht. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Egal, dann lass mal diesen Türrahmen da mal so, wie er ist. Egal. So, pass auf, jetzt machen wir hier erstmal alles weiß. Meine Wände sind bei mir auch übelst weiß, weil ich, ganz ehrlich, in Real Life traue ich mich nicht so mit Farben rumzuhantieren. Weil, wenn es scheiße aussieht, entweder hast du dich nach kurzer Zeit satt gesehen daran und hast gar keinen Bock mehr drauf. Oder du machst es und denkst dir, bäh, nee, geht gar nicht. Und musst dann alles neu streichen. In so Computergames ist das alles gar kein Problem. In Real Life, Problem. So, machen wir hier zu. Deswegen, also ich habe das damals hier alles weiß streichen lassen, wie ich hier eingezogen bin. Und habe mir dann gedacht, naja, gut, ne, kannst du immer noch mal mit Farbe hier irgendwie hantieren, machen, dies, das. Ja, habe ich bis heute noch nicht gemacht. Obwohl ich schon Bock hätte, mal wieder was zu ändern. Ich hätte auch Bock auf eine neue Wohnung, also so ist nicht. Aber ich habe Bock auf so viele Sachen, ne? Ich glaube, bevor ich eine neue Wohnung beziehe, muss man einmal. Würde ich erstmal einen PC kaufen. Für weiteren Content. So. Sorry. Wollen wir das hier auch noch streichen? Und das hier noch. Sehr schön. So. Ah, war schon ganz gut, dass wir den großen Eimer gekauft haben. Der Witz an der Geschichte ist, wir werden auch mit dem großen Eimer nicht hinkommen. So. Ist da ein Hammer? Tun wir nochmal her. So, jetzt müssen wir hier nochmal. So, okay. Ich glaube, hier sind wir durch, richtig? Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Oh, na, warte mal, hier vielleicht auch nochmal. So. Ja. Very nice, sehr schön. So, jetzt die Frage. Jetzt will er hier Laminat gelegt haben. Obwohl, warte mal, wir könnten eigentlich auch erstmal die Farbe verballern, ne? Warum nicht? Warte mal, hier soll er auch weiß gestrichen werden, richtig? Streichen mit den Farben weiß. Das muss alles weiß gestrichen werden. Ach du Scheiße. Ganz schön hart, ey. Aber gut, okay, was soll's. Kloppen wir hier direkt mal rein. Dann haben wir das schon mal so weit fertig, ne? Dann müssen wir hier sowieso streichen. Es ist aber, wisst ihr, was mich echt ein bisschen ärgert, ist wirklich die Tatsache, dass wir jetzt an dem anderen Haus, weil ich hatte echt, also ich habe ja da noch die Terrasse da fertig gemacht. Und ich habe so viel da noch Geld investiert für sämtliche Hölzchen und Stöckchen. Also wirklich, ne? Also ich habe da sämtliche Bodenplatten gekauft, gemacht, getan. Und habe da rumprobiert, weil ich habe dann festgestellt, dass es da noch andere gab. Also das sind jetzt andere als die, die ich ursprünglich da liegen hatte, die da jetzt liegen. Und ja, rumprobiert, gemacht, wieder hingelegt, wieder weggenommen, nochmal was anderes ausprobiert und. Und im Endeffekt war ich jetzt so im Großen und Ganzen damit fertig, war dann auch im Überlegen halt, wie gesagt, ob ich den Tannenbaum, also den Tannenbaum, also die beiden Bäume da stehen lasse, ob das soweit passt. Das wollte ich aber dann nochmal ausprobieren. Und je länger ich daran gearbeitet hatte, so sprießen so voll die Ideen so in meinem Kopf rum, wo ich mir gedacht habe, das könntest du machen, das könntest du machen. Also richtig, also ich habe da echt schon ein paar Ideen. Und naja, müssen wir jetzt mal abwarten. Ne? Apropos Sabine, vielen Dank auch nochmal für deine Inspirationsbilder, die du mir via Instagram geschickt hattest. Da konnte ich natürlich auch mal reingucken, beziehungsweise hat man da reingeguckt und ja, das ein oder andere, glaube ich, könnte man da sich als Inspiration auf jeden Fall abgucken. Mein Eimer ist leer. Ich brauche einen neuen Eimer. Zack, weg damit. So, tu mich mal einmal bitte. Dankeschön. Farbe streichen mit den Farben weiß. Ich brauche noch mal einen. Und M. Wir nehmen jetzt mal einen in M. Ich glaube, könnte reichen.
Also könnte, heißt nicht, dass es reicht, aber gut. Schauen wir mal. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank dann nochmal für deine Bilder. Also da werde ich mir auf jeden Fall auch in Zukunft irgendwie vielleicht mal das ein oder andere abschauen können. Ey, ganz ehrlich, die Hütte hier, die gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die finde ich auch von der Raumaufteilung geil. Also die Räume sind schön groß. Das gefällt mir. So die Aufteilung, also von dem, was ich jetzt so gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Hütte hier gefällt mir echt richtig gut. Also die könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß gar nicht, gibt es die Chance zu kaufen? Aber wir haben ja auch noch, ne? Also ganz ehrlich, also ich meine, da kam ja das Gartenflipper-Update, da kamen ja noch ein paar Häuser dazu. Und wir haben ja noch so viele Häuser, die wir kaufen können. Ne? Also da ist auch das eine oder andere, glaube ich, dabei, wo wir eventuell sogar selber einziehen können am Ende des Tages. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch so für Häuser kommen. Die natürlich auch ein bisschen Geld kosten, aber hey. Ich hoffe natürlich jetzt nur nicht, dass ich das eine Haus dann auch dementsprechend mit Verlust verkaufen muss. Und dass wir dann halt quasi die A-Karte gezogen haben. Obwohl mit dem Weiß jetzt hier sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Also wenn man das sich hier mal so anguckt, kann man machen. So, machen wir hier Normalarbeiten? Nee, ne? Jetzt fangen wir erstmal, würde ich sagen, an hier. Was will denn der? Bodenfliesen legen, Fußboden, Laminat, Kiefer. Okay, schauen wir mal. Fußboden, Laminat, Kiefer. Das hätten wir hier. Okay, davon will er viele. Jetzt müssen wir nur mal schauen, bis wohin das geht. Halt. Fußboden, Laminat, Kiefer und Keramikfliesen, graues Quadrat. Okay, die Keramikfliesen werden sehr wahrscheinlich in die Küche kommen. Der Rest soll auch Kiefer werden. Okay, da haben wir hier schon mal kein Problem. Dann fangen wir hier damit an, würde ich sagen. Und legen das einmal. Warte mal. Bis dort. Zack, einmal. So, dann müssen wir es hier nochmal legen. Und einmal bis da. Jawohl. So, dann hier. Okay. Und auch hier. Zack, so. Hier haben wir schon mal auf jeden Fall den Fußboden fertig. Dann müssen wir hier noch Fußboden legen. Wobei, jetzt muss ich gucken. Einmal von hier nach da. Und dann nach hier. Ja, passt. Ja, passt sogar sehr gut. So, dann von hier nach da. Machen wir aber bis hier. So, einmal nach da. Und hier müssen wir jetzt schauen. Keramikfliesen. Hier müssen wir natürlich jetzt gucken, wie machen wir das mit der Küche. Gut, da müssen wir, würde ich sagen, schauen wir erstmal. Also hier könnten wir eventuell noch mal eine Holzlaminatreihe legen. Ja. So schräg bauen, das wäre auch noch ganz cool, ne? Wenn man hier so eine Schräge reinzimmern könnte irgendwie, so von Kante zu Kante. Wäre auch nicht verkehrt, funktioniert aber anscheinend hier nicht. Fragen über Fragen, würde ich jetzt sagen. So, hier muss er eh irgendwie. Warte mal, was brauchen wir denn hier überhaupt noch alles? Keramikfliesen, graues Quadrat. Gut, dann muss ich aber erstmal gucken, wie wir das mit der Küche gestalten. Das weiß ich jetzt hier noch nicht. So, was muss hier? Boden, Teppich beige. Okay, muss aber erst gestrichen werden. So, was haben wir hier? Also hier ist meine. Hier ist die Garage. Moment, dann können wir den Eimer auf jeden Fall schon mal wieder verticken, weil den brauchen wir nicht mehr. Die Garage ist ja fertig. So, hier war Bad, ne? Wandfliesen legen, Bodenfliesen legen, Keramikfliese weiß. Okay, dann würde ich sagen, richten wir hier erstmal. Nee, Fragen.
Ich weiß es nicht. Egal, wir machen das jetzt. Wir machen erstmal so. Machen wir hier die Tür auf. So, was soll hier gemacht werden? Wir brauchen Bodenfliesen und Keramikfliesen weiße Rechtecke und Keramikfliesen weiß. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Weil hier soll ja Bad hin. So, warte mal. Das sind Wandfliesen, das sind Bodenfliesen. Die Bodenfliesen machen wir jetzt als erstes. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal safe erledigt. Kleines Bad. Denke mal so, ja, Gäste-WC. Könnte ich mir vorstellen. So, dann brauchen wir hier eine Toilette und ein Waschbecken. Toilette kommt dahin. Ist die Frage, kommt die so? Ich finde die Toilette immer so ein bisschen blöd, wenn man die Tür reinkommt und dann direkt die Toilette anstatt. Ich hätte das Waschbecken lieber hier auf der Seite. Aber gut, okay, was nicht ist, das ist nicht. So, Moment, dann drehen wir das hier mal auf. Müssen wir ja sowieso. Und dann brauchen wir eine Toilette und ein Waschbecken. Das Waschbecken... Moment, was für ein Waschbecken will der denn haben? Ist das irgendwie, ist jetzt die Frage, ne? Das steht hier nicht bei. Also dann einen auf schön machen, oder? Warte mal, hier sollte auch noch irgendwie in jedem Raum Mülleimer oder sowas, ne? Oder wie war das? So, Toilette. Ach komm, was ist das? Ein küssendes WC. Mhm. Kashmiang. Okay. Da sage ich jetzt nichts zu. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen das. Oder? Irgendwie der Typ steht ja so auf weiß. Ne? Ich stehe auf dieses mit dem Marmor eigentlich. Finde ich schon ganz nice. Aber wenn der auf weiß steht... Okay, anscheinend will diese Toilette einfach nur so gebaut werden. Ja gut. Jetzt die Frage, wohin? Ich würde die ja am liebsten so bauen, aber warum will er die nicht so bauen? Man weiß es nicht. Also ein bisschen Platz zur Wand sollte man haben, richtig? Würde ich sagen. Dann würde ich die so bauen. Deckelchen drauf, läuft. Okay, damit ist er auch schon zufrieden, finde ich gut. Ja. Ganz ehrlich, ich bin echt am Überlegen, ob er die Toilette nicht... nochmal wegbauen und die dann doch mittig setzen. Ah, egal. Wir schauen mal. So, jetzt kaufen wir dem jetzt hier noch ein schönes Waschbecken. Also, wie gesagt, er hat ja nichts davon berichtet, wie oder wo, wie, was. Ich würde dieses Medivians oder wie das heißt, nehmen. Und dann in, tja, in was für einer Farbe. Das sieht doch eigentlich ganz nice aus, ne? Teakbaum. Gefällt. Dieses Rote gefällt mir irgendwie gar nicht. Amerikanische Ulme hat mir jetzt auch schon einige Male genutzt. Schwarz. Ist das hier grau oder was ist das? Graues Holz. Dann Zeder hat mir jetzt auch schon mal. Ich finde dieses Teakbaum nicht schlecht, glaube ich. So, jetzt noch die Frage. Wohin? Ah, guck mal, das ist gar nicht so klein, ne? Aber ganz ehrlich, so, ich würde, glaube ich, ja gut, da steht aber nichts davon da, ne? Irgendwie ein Spiegel oder sowas? Da hat kein Mensch von gesprochen irgendwie, ne? Da hat noch niemand was von gesagt, von einem Spiegel. Halt, erst das drauf. Und drauf und dran. Das da rein. Das Rohr da rein. Das da dran. So.
Und so. Ja, doch, oder? Finde ich nicht verkehrt. So, pass auf. Das ist erledigt, das ist erledigt. Jetzt brauchen wir hier noch Keramikfliese weiße Rechtecke. Kaufe viele. Obwohl, kauft man davon viele oder nicht? Wo könnten die weißen Rechtecke hin? Stellen wir mal. Ja, wir müssen eh viele kaufen. Scheiß drauf. So, einmal und einmal in weiß. Ich weiß nicht, irgendwie, dieses mit dem nur weiß gefällt mir irgendwie mit den nur weißen Fliesen irgendwie noch nicht so richtig. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade noch nicht. Wie wir das machen sollen. Gib mir mal, Moment, den Spachtel. Wir nehmen davon mal welche und machen die jetzt einfach mal hier dran. Ja, doch. Okay, dann hätte ich mich, glaube ich, dazu entschieden, die so zu machen. So. 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 Ah, tu mal her. Brauchen noch welche. Sehr schön. Und so. Und dann hier die Wand. Genau. Ich würde sagen, die Wand nehmen wir hierfür noch. Zack. So mal her. So, da drauf. Ja, das hat dann doch irgendwie was Mustermäßiges. Das passt schon, würde ich sagen. Okay, so, pass auf. Jetzt legen wir die erstmal wieder. Stapel, genau, so. Und die nehmen wir dann hier. Okay. Also wenn das jetzt hier irgendwie komisch aussieht, ne, also schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr der Meinung seid, so, nee, das mit dem Weiß hier würde ich jetzt so nicht machen. Das hebt das Ganze ein bisschen ab, ne, das Fenster, würde ich sagen. Jetzt Auge. Doch, also irgendwie würde ich sagen, es hebt auf jeden Fall ab. Ich heb ab. Was? So. Und dann hier die Wand, auch in Weiß. Damit der Herr von und zu hier, Jödönswald, wie hieß der? Ultne, oder wie hieß der? Hier auch glücklich ist dementsprechend. Das Ding ist ja einfach nur, ne? Ich arbeite hier nur nach Auftrag. Also hier keine Extras oder sonst irgendwas. Also Spiegel, Licht, dies, das. Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Achso, okay. Gibt's bei mir nicht. So, pass auf, jetzt machen wir hier die Wand auch noch weiß. Dann haben wir nämlich hier. Ja, so ein bisschen Max Mustermann-mäßig hier was, ne? Würde ich sagen. And the last one. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir das Badezimmer fertig. Oh, Moment. Halt. So. So, den Rest können wir wieder verkaufen. So, Bad fertig. Eine Lampe brauchen wir hier nicht. Ich weiß noch nicht, wofür es hier einen Lichtschalter gibt, aber ja, auf jeden Fall nicht für Licht. Okay. Soll nicht mein Problem sein. Kunde ist König, wenn er das so haben will. Wir hätten das die Toilette vielleicht ein Ticken weiter rüber setzen können. Gut, muss man nicht. Aber egal. Ne? Der will das so haben und gut ist. Aber das Haus an sich echt mega nice. Gefällt mir richtig gut.
So, hier war Garage, richtig, ja. So, damit hätten wir das Gäste-WC und die Garage fertig. Den Flur so halb. Okay, kleiner Leck. So, sechseckige Deckenlampe. Da weiß ich noch nicht, was der da jetzt haben will. Ah ja, die hier. Okay, in welcher Form ist die sechseckig? Für mich ist die mein. Moment, das ist Farbe. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo ist das eine sechseckige Deckenlampe? Naja, moin. Wahrscheinlich ist das eine sechseckige Deckenlampe. Und auch das sind in meinen Augen Vierecken. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber in meinen Augen sind das vier Lampen, Ecken. So, Moment, wie viel würde davon hier haben? Eine nur, okay. So, wenn es nur eine ist, dann sollten wir die hier schon irgendwie mittig hängen, würde ich sagen. Irgendwie so in der Flucht. Ich glaube, so könnte passen, oder? Ja, sieht gut aus. Gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter? Hier gibt es einen Lichtschalter. Macke-Lichter an, ne? Ja, doch, geht, ne? Würde ich sagen. Okay, die Hammer, Metallmülleimer, Lorin. Warum will man einen Metallmülleimer im Flur haben? Ich verstehe es nicht. Aber gut, soll mir wurscht sein. Vor allem ist das doch eher so ein Badezimmermülleimer. Was willst du denn hier mit einem Mülleimer? Was soll denn der Quatsch? Okay, ich verstehe manche Leute nicht. Den hätte ich jetzt eher ins Bad gestellt. Aber gut. Wenn er Mülleimer hier haben will, ne, kann er einen Mülleimer hier haben. Dann würde ich sagen, packen wir den aber hier in die Ecke, weil wo willst du sonst einen Mülleimer hinstellen? Was will man hier mit einem Mülleimer? What the f egal. So, und dann brauchen wir hier diese wunderhübsche und toll aussehende diesen Schuhschrank hier in Farben. Was nehmen wir denn hier für eine Farbe? Brauner Kaffee, beige, Kaffee, aha, grau, blau, grau, pastellrosa, orange. Die Details, die sind in ja, auf jeden Fall in weiß. Und die Farbe des, ah, okay, das, ah, okay. Das können wir hier noch ändern. Wobei ich sagen muss, ja, farbentechnisch soll ja irgendwie ein bisschen nach was aussehen, ne? Aber ey, der hat hier alles so in weiß, ne? Ey, ganz ehrlich, hier wird nichts von der Farbe gesagt, ne? Warum nicht? Warum nicht? Wobei ich die Farben schon ziemlich crazy finde im Moment. Das Safe in Weiß. Was ist das? Beige. Ich würde eher sagen beige hier. Boah, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Oder eher das Grün da. Und das Beige hier oben drauf. Und dieser Baum ist irgendwie so. Pah, boah, gute Frage, ey. Ich würde halt. Ich finde diesen Baum in Beige halt ziemlich creepy. Also grau und sowas. Ja, ich glaube, so geht's. So. Oder? Was meint ihr? Vielleicht könnten wir den noch einen Ticken nach hier stellen. Ja, damit wäre der Flur auch soweit fertig. Ne? Also ich weiß zwar nicht, wer das so haben will, aber hey, mein Gott. Ja. Ja, mein Gott, was soll's. Ist okay. Kann man mit leben.
Also wäre jetzt nicht unbedingt hundertprozentig mein Geschmack, aber gut. Ne? Nach mir wird hier auch nicht gefragt. Von daher, so Wohnzimmer müssen wir noch schauen. Schlafzimmer sind wir, kriegen wir hier auf jeden Fall. Aha, guck an. Weiß, verdammt. Hätten wir doch ein bisschen mehr oder ein bisschen größeren Topf kaufen sollen. Hier müssen wir wieder in in Weiß streichen. Naja, gut, das würde ich aber sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Bis hierhin sind wir soweit schon mal am Start. Wie gesagt, das Haus an sich gefällt mir. Find ich echt eine coole Hütte. Also, die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Also, die würde ich auch gerne mein eigen nennen. Halt in einer anderen Ausstattung, aber egal. Und ja, der Rest werden wir dann sehen. Ich hoffe, dass es noch irgendwie mal ein kleines Update gibt oder einen kleinen Patch, damit wir das andere Haus da safe noch fertig machen können. Aber gut, werden wir dann sehen. Mal schauen. Ja, Rest wird. Wird. Irgendwie wird das schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Natürlich wie immer gerne kommentieren, ein Däumchen nach oben da lassen und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.